Ganz grundsätzlich ist es sehr, sehr schwierig, eine Partei zu verbieten, unabhängig von der AfD. Man muss nachweisen, dass eine Partei als Gesamtheit, also wirklich auch die Führungsetage, nicht nur einzelne Personen, nicht nur einzelne Flügel, sondern die Partei als Gesamtheit aktiv die freiheitliche demokratische Grundordnung bekämpft. So, und dann ist die nächste Frage. Hunderttausende unterschreiben gerade eine Petition, die die Wirkrechte von Björn Höcke, Grundrechte von ihm einschränken sollen nach Artikel 18 Grundgesetz. Wäre das juristisch einfacher? Ja, das ist juristisch einfacher. Aber auch da muss man sagen, es gab bislang viermal den Versuch, diesen Weg zu gehen. Es ist viermal gescheitert. Das heißt nicht, dass es nochmal scheitern würde. Es ist deutlich einfacher als ein Parteiverbotsverfahren. Und es hätte ja auch zur Folge, dass das Bundesverfassungsgericht anordnen könnte, dass ein Björn Höcke, sollte das Verfahren erfolgreich sein, nicht zur Wahl antreten darf oder aber sogar gewählt, kein öffentliches Amt bekleiden darf.